Hallo und willkommen auf meinem Kanal Upgrade Your Life. Mein Name ist Gabi Schlegel, ich bin selbstständige Ernährungsberaterin und Abnehmcoach. Und heute zeige ich euch, wie ihr gesund durch den Winter kommt, indem wir ganz viele Gemüsesalate mit einbauen, die gleichzeitig so viel Mineralstoffe spenden, nicht viel Kalorien haben, gut fürs Abnehmen sind und auch sättigen. Ja, das ist heute der Inhalt von meiner Gemüsekiste, die ich jeden Freitag bekomme. Also den habe ich zugekauft, diesen Stangensellerie. Ich hatte Zwiebeln drin, einen Fenchel, zwei Zucchini, Karotten, Pastinaken, Kartoffeln, eine Paprika, einen Kürbis, das ist ein Butternut-Kürbis, eine Kohlrabi, eine Gurke, zwei Zitronen, zwei Avocados. Den Rest, den hatte ich noch hier und damit zauber ich dann auch gleich was. Obst und Gemüsesalate sind praktisch wirklich top, um gesund durch den Winter zu kommen. Ich hatte jetzt 2 Jahre lang keine einzige Erkältung mehr und ich baue das mindestens 2-3 Mal in der Woche als Mittagessen mit ein. Wenn man es in der Früh zubereitet, kann man es auch in die Arbeit mitnehmen, aber das Dressing muss man extra machen in ein Döschen, weil sonst vermatscht dann alles und dann schaut es dann nicht mehr schön aus. Es schmeckt zwar immer noch gut, aber es schaut nicht mehr schön aus. Und ich möchte euch heute auch noch meine neueste Errungenschaft zeigen. Und zwar habe ich mir den Nicer Dicer gekauft. Das, weil ich hatte bloß so eine olle Reibe, die nichts mehr getaugt hat und die Dinger sind wirklich messerscharf. Der Nicer Dicer hat 7 verschiedene Arten. Da kommt noch Wasser raus, ich habe den nämlich erst noch sauber gemacht. 7 verschiedene Arten zum Schneiden. Der hat eine grobe Reibe, eine feine Reibe, also zum Raspeln von Gemüse. Dann kann man hier aufmachen, wenn ich es jetzt bloß schaffe. Genau, hier ist so ein V-Hobel für Gurke oder Zucchini. Und hier ist dann dabei diese Spitze, die man hier rausfahren kann. Seht ihr das? Damit, wenn man ans Endstück kommt, sich nicht die Finger abhobelt. Das ist richtig gut, weil ich bin da nämlich Spezialist drin. Dann haben wir hier einen Julienne-Schneider. Also man muss eigentlich immer nur zum Saubermachen die Dinger rausnehmen und die Schutzkappe ab. Und wenn man es nicht mehr braucht, macht man einfach die Schutzkappe wieder drauf. Das, wenn ich jetzt hinkriege, wäre auch gut. Ja, zack, bumm. Dann fügt man es wieder ein. Dann ist dabei... Den hatten wir gerade schon. Na komm her. Habe ich es verriegelt? Ja genau, verriegeln muss man das auch. So, schaut mal her. Da kann man Stiftchen drin machen, so kleine Würfelchen. Dann haben wir ganz fein und auch grob. Da legt man praktisch die Karotte, die Zwiebel oder Paprika, was man sonst noch hat, drauf und klappt es einfach zusammen. Und dann fallen die fertigen Würfel durch. Das ist super. Für, wenn man sich nicht selber ständig schnipseln will, da geht es nämlich ruckzuck. Und für meinen heutigen Salat habe ich schon was vorbereitet. Es fällt nämlich alles hier so schön in so eine Auffangschale rein. Und das hat auch gleichzeitig einen verschließbaren Deckel, damit man seine Sachen gleich mit in die Arbeit nehmen kann. Das ist toll. Was das Ganze noch hat, ist ein Aufsatz. Einmal grob und einmal fein. Den habe ich allerdings noch nie benutzt, deswegen weiß ich gar nicht, wie man das draufschraubt. Ich weiß aber, dass das Ding funktioniert. Ich habe es nämlich gesehen, es gibt ein YouTube-Video zu diesem Nicer Dicer. Das habe ich mir angeguckt. Und da kann man hier so wunderschöne... Streifen schneiden. Die dann auch dekorativ aussehen oder so Röschen drin machen. Also es gibt da auch noch mehr Zubehör, aber ich habe jetzt den einfachen erstmal gekauft, weil das reicht mir.
Also das ist wirklich super scharf und geht ratzfatz. Gut, heute mache ich einen Rote-Bete-Salat mit Orangen. Das mache ich dann noch. Ich nehme das Stück Römersalat, ich mache hier Lauchzwiebeln mit rein, Rucola. Wenn man diese Salate zubereitet, man kann es wirklich mit allem Obst mischen. Also ich mische halt immer, wenn der Salat recht herb ist, nehme ich was Süßes mit drauf, damit es dann nicht so blöd schmeckt. Oder was heißt blöd, damit es einfach angenehm schmeckt. Ich hatte neulich ein Rezept mit Schwarzrettich, dann habe ich Apfel reingemacht, Spinat reingemacht und als Topping oder oben drüber immer ein bisschen Nüsse geben, die vorher eingeweicht worden sind oder Sprossen. Man kann wirklich alles Mögliche damit reinschneiden, was man gerade zur Hand hat. Ist eigentlich richtig super. Ich zeige euch jetzt mal, was ich in den letzten Wochen so fabriziert habe. Da kommen jetzt gleich die Bilder, die Erklärungen folgen gleich. Und das habe ich dann auch in meiner Abnehmgruppe gepostet. Aber ich verlinke euch auch die meisten Rezepte davon nochmal in der Infobox, damit ihr gucken könnt nach den Rezepten und vielleicht macht ihr es auch nach. Das ist eigentlich eine tolle, vitaminreiche Sache und ja, man spart sich einfach sein Brot, was ich ja sowieso nicht mehr esse. Und ja, es ist einfach klasse. Also ich kaufe eh nur noch Bio. Hier habe ich zum Beispiel auch ein Zitronenwasser mit Ingwer drin. Sowas trinke ich den Tag über. Das kann man immer drin lassen. Einfach nur noch Wasser reinfüllen. Schmeckt lecker. Und in meiner Bio-Box war auch gleich eine Rezeptanregung mit dabei. Gebackene Avocados mit Reis und Kichererbsen. Könnt ihr das lesen? Gebackene Avocados mit Reis und Kichererbsen. Wir hatten ja Avocados mit in der Box. Und heute Abend gibt es eine Suppe mit Kürbis und Kartoffeln, habe ich mir überlegt. Fenchel und Orange passt sehr gut zusammen. Ja, und was ich mit dem Rest mache, das weiß ich einfach noch nicht. Das werde ich dann schon sehen. Ich bin da eigentlich immer ganz spontan mit der Zusammenstellung und das reicht jetzt für mich eine Woche ungefähr. Ich kaufe auch noch manchmal was zu. Also ja, ich bin super zufrieden mit den Sachen. Gut, jetzt zu den einzelnen Rezepten. Das erste, was euch jetzt gleich eingeblendet wird, ich bin jetzt mal für einen Moment weg. Ich blende jetzt nur die Bilder ein und sag, was das alles ist. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Das erste Bild, da habe ich Schwarzrettich geraspelt. Dann habe ich einen Apfel mit drunter gehobelt. Mit Spinat mit reingegeben. Da hatte ich noch so einen Rest, den ich nicht im Smoothie verarbeitet habe. Dann habe ich natürlich mal Walnüsse drüber gegeben und habe das Ganze ein bisschen ziehen lassen mit Salz und Pfeffer und habe dann zum Schluss noch ein bisschen mit Walnussöl aromatisiert. Man kann verschiedene Öle nehmen immer wieder, also Walnussöl habe ich zu Hause, ich habe Hanföl zu Hause, ich habe Leinöl zu Hause. Probiert einfach mal aus, was immer wieder passt und das meiste schmeckt zusammen, das ist egal wie. Im zweiten Bild habe ich eine rote Beete geraspelt und habe eine Pink Grapefruit mit rein. Habe dann praktisch Kresse drüber gestreut und das Ganze auf einem Bett von Römersalat hergerichtet. Im nächsten Bild habe ich Karotten geraspelt und dann hatte ich noch vom Frühstück eine halbe Sweetie. Das ist so eine Grapefruitart, die aber noch ein bisschen süßer schmeckt. Die habe ich dann klein geschnitten und mit drunter gehoben. Dann habe ich das auch auf einem Bett von Römersalat, Radicchio. Und dann habe ich Kürbiskerne angeröstet zuerst in der Pfanne und dann mit drüber gestreut. Und das Ganze mit Kürbiskernöl beträufelt. Das war wirklich ein Gedicht. Im nächsten Bild habe ich wieder einen bunten Salat gemacht aus Radicchio, Feldsalat, Paprika,
Gurke, Zwiebeln und Sprossen. Das Ganze wieder mit einem leckeren Öl, Salz und Pfeffer und einem bisschen Apfelessig, dass es ein bisschen so, ja, säuerlich schmeckt. Also das war auch wunderbar. Die nächsten beiden Teller sind nicht auf meinem Mist gewachsen. Da habe ich mich nämlich mit einer Bekannten getroffen in einem veganen Restaurant, glaube ich. Also da gab es auch verschiedenes Zeug. Ich glaube, es war ein Burgerladen sogar. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Da gab es aber tolle Salate. Das erste, das hatte ich bestellt. Das war ein gemischter Teller mit Gurke, Blaukraut, Karotten, Radieschen, gebratene Pilze waren dabei. Das Ganze mit grünem Salat und Rucola. Sehr, sehr, sehr lecker. Und dann war das so eine Zitronenvinaigrette mit dabei. Also das hat echt himmlisch geschmeckt. Meine Bekannte hatte einen Salat aus Grünkohlchips waren da, glaube ich, dabei. Gurke, Tomate, Walnüsse und dann war ein sensationelles Granatapfeldressing dabei. Also man braucht einfach ein bisschen Fantasie und dann kann man die tollsten Salate zaubern und kommt so durch den Winter und man wird da kaum noch krank. Also wenn man sein Ingwer-Zitronenwasser noch trinkt, dann sowieso nicht. Und ja, das sind jetzt ein paar Anregungen gewesen und wir sehen uns gleich wieder, wenn mein Salat fertig ist. Das möchte ich euch nämlich dann noch präsentieren. So. Ich bin's wieder. Hat jetzt ein paar Minuten gedauert, weil der Salat sollte ja auch noch durchziehen. Schaut mal, was ich gezaubert habe. Ich sag euch gleich, was drinnen ist. Und zwar habe ich wieder Römersalat zerzupft. Da hatte ich einfach noch einen Rest. Genauso wie einen Rest Rucola. Da habe ich immer noch was. Das ist immer so eine große Box. Dann habe ich meine rote Beete genommen, die ich schon vorher gerieben hatte, weil sonst die Hände wieder rot sind. Ja, da muss ich euch noch einen Tipp geben wegen den roten Händen. Einfach mit ein bisschen angeschnittener Zitrone drüber und waschen und dann ist das alles weg. Also das ist mein Geheimtipp. Ja, was habe ich noch? Also dann habe ich praktisch mir eine Orange zerteilt, habe ein bisschen Saft drüber geträufelt, dann spart man sich nämlich den Essig, weil die Fruchtsäure ist sauer genug und dann zum Schluss, das habe ich vermengt, ein bisschen stehen lassen, ein bisschen Olivenöl mit rein, aber nicht viel, ein anderthalb Teelöffel reichen. Dann habe ich hier von DM Bio noch Pekannüsse gehabt, die schmecken sehr, sehr, sehr lecker und auch sind auch sehr gesund. Jetzt mache ich mir noch Salz und Pfeffer drauf. Und dann werde ich meinen Teller hier verputzen. Das ist mein Mittagessen. Der Teller ist voll. Aber es sind ja gesunde Sachen, die praktisch nicht das Gewicht negativ beeinflussen. Deswegen kann ich jetzt heute mal einen großen Teller davon essen. Sehr lecker. Macht's nach. Wie gesagt, alle Rezepte findet ihr in der Infobox. Und ich hoffe, dass ihr auch gesund durch den Winter kommt. Tschüss, ihr Lieben, macht's gut!